Emotion pur, die größte Seat-, Opel- und Honda-Autoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer, direkt an der A3 in Loma. Älter werden in Hennef. Mit einer Auftaktveranstaltung in der Maisfabrik wurde die Leitlinie Älter werden in Hennef vorgestellt. Vizebürgermeister Thomas Wallau leitete die Veranstaltung mit einer Rede ein. Kurz darauf veranschaulichte die Sozialarbeiterin Waltraud Bigge mit Hilfe einer Präsentation die geplante Vorgehensweise der Leitlinie. Das Amt für soziale Angelegenheiten hat den Grundstein für die Leitlinie gelegt, welche dann vom Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales eingeleitet und beschlossen wurde. Hierbei ist eine Weiterentwicklung der Angebote für ältere Menschen geplant. Spezialisiert wird sich auf die Bereiche Wohnen, Mobilität, Pflege, Gesundheit, Bildung, Kultur, Ehrenamt und Freizeit. Diese werden in drei Arbeitsgruppen aufgeteilt. Sozialarbeiterin Annette Küpper erzählt Genaueres dazu. Wir haben drei verschiedene AGs erstmal identifiziert. Das ist die AG Wohnen, Mobilität, die Arbeitsgruppe Pflege und Gesundheit und die Gruppe Bildung, Kultur, Freizeit und Ehrenamt. Und die Idee ist, zunächst erstmal in diesen Arbeitsgruppen zu beginnen. Es kann sich herausstellen, dass einige Themen sich überschneiden und dann werden wir möglicherweise einige Arbeitsgruppen nochmal miteinander arbeiten lassen oder neue erfinden. Nun ist es erstmal ein Auftakt und wir fangen mit drei Arbeitsgruppen an. Unter dem Motto Älter werden in Hennef, mitreden und mitgestalten, können interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef beim Weiterentwicklungsprozess aktiv mitwirken. Die Steuerungsgruppe bündelt dann die gemeinsam entwickelten Ideen. Diese besteht aus Vertretern der Politik, städtischen Altenhilfe und Verwaltung. Mit der aktiven Teilnahme von interessierten Bürgern kann besonders auf die Bedürfnisse der betroffenen älter werdenden Menschen eingegangen und in die Tat umgesetzt werden. Sozialarbeiterin Waltraud Bigge erläutert die Idee dahinter. Mit dem demografischen Wandel und mit der Frage, wie werden Menschen in Hennef alt, sind wir dem nachgegangen und haben gesagt, wir als Stadt wollen gemeinsam mit den Bürgern diesen Weg gehen und unser Altern in Hennef gestalten. Der Prozess der Leitlinie soll innerhalb von einem Jahr entwickelt und dann vorgestellt werden.